Hallo, liebe Freunde. Wir möchten euch jetzt unseren Stapellauf zeigen hier von unserem ersten Schoner. Den haben Hon und ich zum größten Teil gebaut. Wir haben heute nochmal ein bisschen Gold gefarmt, als wir es erstmal vor 2 Jahren gespielt haben. Wir haben 2 Jahre ja nicht gezockt und da musste man noch keine 5000 Gold investieren. Ist natürlich kein perfektes Schiff jetzt, ne? Aber erstmal so ein bisschen gebaut. Muss ich reinspringen. So, wir haben 2 Masten drauf. Einmal mittleres Speed Sail und dann habe ich hinten Weight Sail. Handling wollte ich nicht, das sieht nicht so toll aus. Wir haben hier eine Wassertonne. Wir haben hier eine Luke. Kann man runter. Komme ich nicht hochgeschwungen? Doch, zumachen. Dann habe ich die Resource Box vorne reingepackt, weil ich der Meinung war, wenn wir vor Geisterschiffen wegfahren und die uns hinten erst vollballern, ist es vielleicht günstiger, wenn das Ding vorne steht, aber vielleicht kann ich mich auch irren. Wir haben ein Bett reingebaut, hier eine Tür. Wenn wir sinken sollten, wenn wir vorne hier ein Leck haben, geht das Wasser einfach durch oder weiß jemand, ob so eine Wand hier auch als Schotte dient? Wie auch immer. Wir haben hier eine Munitionsbox. Wir haben pro Seite 10 Kanonenluken, aber wir haben erstmal nur pro Seite 3 Kanonen platziert. Der Rest kommt noch, wir wollen ein bisschen auf Gewicht leveln. Hier oben habe ich jetzt ein Loch gelassen erstmal. Ich wollte das eigentlich so bauen wie in der Serie Black Sails. Da war das ja auch irgendwie so, dass da in der Mitte so frei war, wie auch immer. Keine Ahnung. Falls ihr die Serie nicht kennt, kann man sich angucken. Coole Piratenserie. So, hier kommt man mit einer Treppe hoch. Und dann haben wir hier hinten noch die Werkbank und eine Leiter, um hier hochzukommen. Aber wir gehen jetzt mal hier vorne lang. Wir kommen ja auch nicht mal an die eine Kanone ran. Du musst erst aufmachen. Achso. So, also hier kommt man denn hoch. Hier ist eine Strickleiter. Damit kommen wir da oben zum Krähennest. Hinten kommt man bisher nicht hoch, ist noch nicht so wichtig. Denn hier oben kleine Küche mit Kantine, Lagerfeuer, mehr noch nicht. Und da kommt man dann wieder nach unten. Dann hier hoch, ist auch nicht perfekt gebaut. Ich wollte eigentlich gar nicht so einen Aufbau machen, aber wir wollten hinten unbedingt 2 bis 3 Kanonen hinbauen, damit wir Verfolger beschießen können. Erstmal haben wir 2 hin platziert. Vielleicht kommt noch eine dritte. Aber ich weiß nicht, ob die dann hier die Leiter blockiert, wenn wir hochklettern wollen. Ja, dann haben wir links noch eine Taucherglocke rangepackt hier, weil wir gerne ja nach Gold tauchen. Weil so haben wir uns halt hier die 5000 zusammengefarmt, damit wir hier unseren Schoner bauen konnten, das Grundgerüst. So, und dann haben wir ein Beiboot. Hatten wir bisher auch noch nie. Und ich glaube, das war's, ne? Ja, ist halt noch Luft nach oben. Hier baue ich eventuell kein Geländer rum, dass man schnell runterkommt. Vielleicht machen wir es irgendwann doch nochmal zu und einen anderen Eingang, dass man dann echt von hier hinten rein muss oder von vorne. Ist halt ein Umweg dann. So, an den Segeln haben wir jetzt 2 NPCs. Oha, der ist hier ein bisschen eingeklemmt. Und wo ist denn der andere? Und haben wir nur 1 NPC? Ach ne, die sitzt hier. Okay, Namen haben wir uns jetzt ganz spontan auf Skywalker geeinigt. Angemalt ist noch nichts, keine Segel sind bemalt, nichts angestrichen hier, das mache ich vielleicht demnächst mal in Ruhe. So, Honne, wollen wir? Ach ja, übrigens, ich weiß nicht, ob es hinten tief genug ist. Kann sein, dass das unser 2. Schoner-Stapellauf wird, weil vor 2 Jahren hatten wir auch schon mal einen Schoner angefangen und da war es nicht tief genug, dann ist er sofort kaputt gegangen. Jetzt ist es natürlich ärgerlich, weil wir hätten mal erst den Stapellauf machen sollen und dann die restlichen Aufbauten. Aber das machen wir das nächste Mal vielleicht so. Okay, Honno, bist du bereit? Ja, ich habe Angst, ich habe Angst. Schiff vom Stapel lassen, machen wir mal. Oh Gott. Teile ja, ne? Hat das nicht angehört? Ich guck mal unten nach. Skywalker. Hast du einen Reparaturhammer mit? So, das war der Stapellauf und Feierabend. Na, wir wollen natürlich noch ein bisschen fahren. Und Honno, wie sieht's aus? Heiler. Das hier hinten ist auch ein bisschen blöd. Das kriegt man irgendwie auch nicht zu.
Ich dachte, das Ding bricht gleich in die Mitte durch. Ja, sollte das hier jemand sehen, der auch einen Schoner hat oder natürlich schon Tausende gebaut hat, was empfehlt ihr mir, soll ich in die Resource Box packen an Metall? Ich habe jetzt erstmal nur von allen 1000 reingepackt. 1000 Holz, 1000 Stroh, 1000 Fasern. Und Metall haben wir bisher nur ein bisschen drin. So, Hondo, willst du auf mal Ausguck? Willst du uns kriegen lässt? Aber vorher tue ich dir noch mal ein Liedchen stemmen. Ah. Kameras voll weit weg. Dreh schon mal die Segel. Ich glaube, das Raid Sail war ein Fehler. Und nun kann ich los? Kannst los. Oh. Ja, die Aufbauten machen immer das Gesamtbild kaputt. Vollspeed. Ach, ich hab den Sextant vergessen. Da komm schon, Heil. Ich hab den Sextant vergessen, Hondo. Macht nix. Ich hab nämlich meinen dabei. Lass mal haben. Ja, wäre vielleicht cooler hier, hätten wir das große Segel raufgepackt. Aber hier das Raid Sail, das haut auch gut rein, Hondo. Das ist eigentlich, glaube ich, noch cooler als das Ending Sail, oder? Wie auch immer. Wie seht ihr das, Leute? Also wie gesagt, Taucherglocke wollten wir unbedingt. Beiboot fand ich auch mal ganz cool. Piratenschiff voraus. Was? Oh, scheiße. Eine Brigantine, Level 27. Ja, damit wollen wir uns nicht messen. Ist ja schon versenkt. Eingraben, wir haben die Kanonen nicht bemannt. Vor allem auch Level 27, nee, danke. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie leveln wir das als erstes? Erst auf Gewicht oder ich würde auch gerne auf Struktur leveln? Ja, lass uns auf Struktur leveln, komm, wir haben noch so viel Gewicht frei. Ja, und halt auch Kanonenschaden, ne? Ist auch nicht schlecht. Ach ja, und vorne wollen wir eigentlich auch noch Kanonen drauf machen. Hondo, und weißt du was, ich spare jetzt auch Gold, weil ich muss vorne eine Galionsfigur raufpacken, dieses komische lange Ding vorne, weil ohne sieht das so scheiße aus. Von dir? Da farm ich extra Gold, Junge, für. Das wird sehr teuer werden, ne? Ja, mal gucken, was das kostet. Muss ich mal einen Freeport anfahren, da kann man die, glaube ich, kaufen. 50.000 oder 35.000? Mhm. Ist nicht genug. Ehrlich? So. Ja, die sind so teuer. So, fahren wir wieder zurück jetzt, oder? Wir können ja kurz eine kleine Runde drehen, oder hast du genug? Wie, um die Insel jetzt, oder was? Ja. Ja, ne, können wir machen. Ja, aber das war unser Stapellauf. Und ach genau, der Stapellauf mal anders, der ist ja auch noch auf YouTube. Dann könnt ihr sehen, was mit unserem ersten Schoner passiert ist. Aber das ist ja schon 2 Jahre her. Und wir müssen mal wieder anfangen zu spielen. Also, ich bedanke euch fürs Zusehen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Segel ihr auf dem Schoner bevorzugt. Ein großes, 2 mittlere oder 3 kleine oder was auch immer. Und vor allem welche Speeds, Handling oder Weight. Und ja, das hier ist jetzt ein Mischmasch, ne? Wir wollten jetzt auch Feuerkraft haben, aber auch zum Goldfarmen und so ein Zeug. Ein Frachter ist es nicht. Wir haben diese Cargo-Dinger nicht dran. Da könnt ihr mir auch gerne mal sagen, ob ich dann einfach mehr schleppen kann mit dem Schiff oder wozu das gut sein soll. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Ciao.